Hallo, mein Name ist Dirk Hannemann, ich bin Kommunikationstrainer und in meinen Seminaren arbeite ich sehr viel mit Flipchart und Pinnwänden. Um die ansprechend zu gestalten, benutze ich die Bicablo-Technik, die von den Kommunikationslotsen in Köln entwickelt wurde. Ich habe bei denen einige Seminare gemacht, habe viele Bücher gekauft, kann ich sehr empfehlen. Und letztens sitzen wir in einem Workshop der Kommunikationslotsen zusammen, zwei Teilnehmer. Und wir überlegen uns, haben denn die Leute, die nicht Soft Skills präsentieren, also nicht Teamarbeit und Kommunikation, diese weichen Themen, sondern haben denn Leute, die mit Zahlen, Daten, Fakten im Unternehmen zu tun haben, haben die eigentlich dieselbe Möglichkeit, in einem Workshop lebendig zu präsentieren, auf Flipchart und auf Pinnwand, mit so einer schönen Visualisierungstechnik, wie die Leute, die Soft Skills-Themen machen. Und da ist uns erstmal nicht so viel eingefallen. Meine These ist also, dass wir für lebendige Visualisierung in Workshop-Situationen für Soft Skills schon viel haben. Und meine Frage ist, ob es nicht genauso lebendig auch für die Hard Skills gibt, für die Zahlen, Daten, Fakten. Ich möchte das mal kurz vergleichen. Soft Skills, welche Quellen haben wir da? Das, was in Meetings gesprochen wird, in Kommunikation mit den Kollegen, ja? Diese Situation, Interaktion und Kommunikation. Aussagen, die wir im Workshop treffen, sind zum Beispiel, wir brauchen eine flache Hierarchie oder wir müssen hier unsere Anstrengungen reinlegen. Also Themen zur Führung oder zur Teamarbeit. Und dann haben wir eben solche Bilder wie kraftvoll agieren. Haben wir solche Männchen, die das aussagen, und wir haben zum Beispiel aus der Bicablo-Technik haben wir dann einige Hinweise dazu, wie der Stil dieser Visualisierung gut gelingt. Zum Beispiel sieht sehr viel besser aus, wenn man einen Schatten dazu macht. Was machen denn jetzt die Leute, die Zahlen, Daten, Fakten präsentieren, die also die Hard Skills repräsentieren und nicht die Soft Skills? Deren Daten kommen meistens aus Excel oder aus Datenbanken. Excel soll mal reichen. Und so typische Aussagen sind, wir haben so und so viele Marktanteile, wir haben so viel Umsatz, wir machen den Profit. Strategisches Controlling funktioniert nur bei Kennzahlen. Das sind also auch vielleicht Führungsthemen. Aber lassen wir es mal so stehen. Ja, und was hat man dann für Bilder? Ja, man hat zum Beispiel Torten- oder Balkendiagramme. Und da ist jetzt, glaube ich, das Problem, dass die Aussage, zum Beispiel, wir haben unseren Umsatz exponentiell gesteigert, das in das richtige Diagramm reinzubringen, das ist die hohe Kunst. Und dazu möchte ich gleich noch ein bisschen mehr zeigen. Einige Fragen, wenn ich hier diesen Stift in der Hand habe, ist dann aber auch, wie wird sowas designen, zum Beispiel. Mache ich solche Querlinien oder nicht? Benutze ich die breite Seite von so einem Stift oder benutze ich die dünne? Nehme ich viele Farben? Male ich ein kleines Bildchen dazu? Auch diese Designfragen, mache ich eine Legende? Das sind welche, die gelöst werden müssen für Workshops, weil manchmal ist weniger mehr, aber natürlich muss die Aussage klar erkennbar sein. So ein Schaubild ist kein Suchbild, ne? Sagte so jemand von den Kommunikationslotsen mal so schön. Und bezieht sich jetzt hier auf die Darstellung, was ich bis jetzt geschrieben habe. Aber meine Idee ist auch noch, dass die Trainings, also die Art, wie ich den Leuten das beibringe, dass die für Soft Skills und für Hard Skills Leute unterschiedlich sein müssen. Ich glaube, ich habe den Verdacht, dass Leute, die Soft Skills machen, eher extravertierte Leute sind. Lebendig, gesellig, kreativ, offen. Melden sich zum Beispiel viel bei Meetings und sind aktiv in Gruppen. Extravertiert. Ich denke, dass für diese Art von Leute ein Training wichtig ist, wo sie viele Freiräume haben, wo sie kreativ sein können, wo sie bunt sein können.
Das muss nicht unbedingt so sein, ohne jetzt irgendwelche Klischees von Buchhaltern rumzureiten, aber das muss nicht so sein. Ich vermute, dass sehr viele leise Menschen und introvertierte Menschen diese Hard Skills-Themen betreuen, die starke analytische Fähigkeiten haben. Und für die müsste so ein Training sehr präzise, sehr detailliert sein. Es müsste Schritt für Schritt vorgehen mit einem klar vorsehbaren Ende. Ja, Hard Skills und Soft Skills funktionieren anders. Und diese Art von Weisheiten, glaube ich, müssen auch gut erzählt werden in Workshops. Und ich möchte euch mal an einem Beispiel zeigen, wie die richtige Aussage zu Umsatz, Marktanteil, Rendite in das richtige Diagramm gefügt wird, weil da kann man nämlich viel falsch machen. Das richtige Schaubild für jede Aussage, zum Beispiel, einer präsentiert und sagt, meine Damen und Herren, ne, folgendes, der Umsatz steigt, ist das nicht schön? Schauen Sie hier unsere Marktanteile, wie die wachsen über die letzten 6 Jahre, 2010, 11, 12 bis 15 und schauen Sie mal hier von 1,2 Umsatzsteigerungen im Jahr 2010 sind wir heute bei 3.004 gelandet, ne? Gut versteckt. Ja, so funktioniert es nicht. Wie soll man es machen? Man nimmt ein Liniendiagramm und fügt die Umsatzzahlen für die letzten 6 Jahre ein. Das kann so aussehen. Wir fangen bei 1,2 an und hören bei 3,4 auf. Das ist ein gutes Schaubild für Umsatzsteigerungen in den letzten 6 Jahren. Dann kann die Person falsch weiterhin sagen, ja, bei der Rendite, wenn wir uns da mal uns mit unseren Wettbewerbern vergleichen, dann machen wir eine sehr gute Marge, dann erarbeiten wir sehr viel Gewinn. Das kann dann in diesem Diagramm ausgedrückt werden. Hier sind wir, ne? Und da sind unsere Mitwettbewerber. Sie sehen, wir liegen bei 15% Rendite im vorletzten Jahr und unsere Mitarbeiter weit drunter. Dieses Liniendiagramm ist nicht passend für diese Aussage. Wie kann man es machen? In einem Balkendiagramm, was eine Hierarchie ausdrückt. Ne? Hier sind die 5 betreffenden Unternehmen. Und oben an der Spitze liegt unser Unternehmen. Und das ist die Aussage, unsere Rendite ist höher als die unserer Konkurrenten. Die nächste falsche Aussage, also getroffen, nee, die Aussage ist noch nicht falsch. Die Marktanteile wachsen, soweit sind wir richtig, aber jetzt das Bild, ne? Marktanteile 2011 und 2014 im Vergleich, ne? Und guck mal, hier sind wir. Das ist die Aussage, ne? Marktanteile 2011, Marktanteile 2014 und hier sind wir und da ist die Konkurrenz. Selten unübersichtlich dargestellt, ne? Nicht nur, weil ich es ein bisschen krakelig gezeichnet habe, sondern auch auf PowerPoint wäre die Aussage hier mit diesem Schaubild nicht richtig getroffen. Wie kann man es machen? So wie hier unten, Unternehmen A bis E im Vergleich und hier ist unser Konkurrent, der auch zugelegt hat seit 2011, aber hier sind wir. Wir waren schon hoch und wir sind diejenigen, die noch zugelegt haben, während die Konkurrenz verloren hat. Ich hoffe, es kommt ganz gut rüber in der Kameraaufnahme. Ja, sollte zu sehen sein. Das ist die richtige Aussage. Und jetzt haben wir jetzt ganz am Ende noch, unser Entwicklungspotenzial liegt in den Ländern nördlich der Sahara. Wie man hier sehen kann, unsere regionalen, ne, so könnte man falsch sagen, unsere regionalen Schwerpunkte sind hier abgebildet. Und da Afrika nördlich der Sahara könnte von 12,4 auf 17,8 steigen. Die ganzen Zahlen aus diesem Ding könnt ihr euch dazu denken. Und wie kann man es gut darstellen? Überhaupt nicht. Ne? Wollte alles zeigen, was er weiß. 4 Millionen Zahlen vom letzten Jahr, 85 Millionen Zahlen vom nächsten Jahr. Die Leute mit Daten überfrachtet, das kann sich nicht entscheiden, ob es ein Suchbild sein will oder ein Business-Diagramm in der Präsentation. Und da gibt es genau 5 Arten von Diagrammen, die für Zahlen, Daten, Fakten in Frage kommen. Die möchte ich euch mal auflisten. Erstens das Kreisdiagramm. Ein Kreisdiagramm
mit der Aussage zu Strukturen. Zum Beispiel 40% unserer Exporte gehen nach Asien. Das zweite Diagramm ist ein Balkendiagramm. Ich benutze es, um eine Rangfolge darzustellen. Wir verkaufen die meisten Spielzeuge in Gesamt Frankfurt-Bockenheim. Eine Rangfolge. Zweitens ein Säulendiagramm, wenn es darum geht, eine zeitliche Abfolge zu verdeutlichen. Wie zum Beispiel im Juli und August haben wir am meisten Eis verkauft, im Januar und Dezember am wenigsten. Ein Säulendiagramm über eine zeitliche Abfolge. Wir haben ein Kurvendiagramm, das benutzen wir, um Häufigkeiten zu zeigen, wie zum Beispiel für die Aussage, die meisten Bestellungen lagen zwischen 10 und 20 Euro. Die Häufigkeit und das letzte zeigt die Verhältnisse zwischen zwei Variablen an und dazu nehmen wir das Punktediagramm. Das könnte zum Beispiel die Aussage repräsentieren, niedrige Bildungsabschlüsse verdienen weniger Lohn als die höheren Bildungsabschlüsse in unserem Unternehmen angehalten mit nach Hause nehmen. Ja, 5 Arten von Schaubildern. Kreis, Balken, Säulen, Kurven, Punkte. Hübsch, oder? Wenn jetzt das Problem wäre, zeig mir nochmal, Dirk, die Umsatzstruktur im Januar nach Regionen für zwei Unternehmen A und B. Norden, Süden, Osten, Westen, das sind die Regionen und das sind die beiden Firmen. Vielleicht sieht man auf den ersten Blick, A ist im Norden sehr schwach, wo B sehr stark ist. Und A ist im Süden sehr stark mit 35% Anteil, wo B sehr schwach ist. In den anderen beiden Regionen Ost und Westen sind sie relativ ausgeglichen. Also auf den ersten Blick kann man das vielleicht schon erkennen, aber jetzt mal 4 verschiedene Aussagen in Diagrammen aufgrund dieser Datenbasis. 4 Aussagen mit 4 Diagrammen, Umsatzstruktur, Januar und Region. Ich könnte zum Beispiel sagen, A und B haben unterschiedliche Umsatzstrukturen. Ist mir schon mal besser gelungen, aber ne, unterschiedliche Umsatzstrukturen, wenn das hier Norden, Süden, Osten, Westen sind, die Anteile sind unterschiedlich groß. Zweitens kann meine Aussage sein, dass A im Süden sehr groß ist und B im Norden. So kann ich diesen Vergleich gestalten. Ich kann aber auch sagen, Süden, Osten, Westen, Norden ordne ich mal in dieser Reihenfolge an. Dann kann man sehen, dass A genau dort stark ist, wo B nicht stark ist und umgekehrt B besonders gute Umsätze macht in der Region, wo A nicht so gut vertreten ist. Also genau umgekehrt. Und die letzte Aussage könnte sein, dass in zwei Regionen, nämlich im Süden und im Norden, ihr habt es mittlerweile raus, im Norden und im Süden ist der Abstand zwischen A und B bei den Umsätzen sehr groß. Ja, das sind 4-mal dieselben Zahlen und ganz unterschiedliche Aussagen. So auf der Mitte zwischen die richtige, ne, die wahre Aussage treffen mit einem guten Diagramm und dem gelungenen Design. Da liegt so dieses Thema Lügen mit Statistik. Zum Beispiel die Entwicklung der Gesundheitsausgaben zwischen 1995 und 2005. Die sehen in manchen Broschüren aus wie eine Kostenexplosion.
Ausgaben sind in 10 Jahren so stark gestiegen. Das ist die Aussage von diesem Diagramm. Erstes Problem ist, diese Skala fängt bei 100 erst an, bei 100 Milliarden, glaube ich. Und wenn man die Skala jetzt vollständig abdrucken würde, dann sehe ich zwar immer noch nach einer Steigerung aus, aber das ist schon mal wesentlich abgeflachter. Ich merke gerade, im Buch sieht es noch ein bisschen flacher aus, als ich es jetzt gemalt habe, so schnell. Dann sagt Gerd Busbach noch ein zweites bei seinem Beispiel. Wenn ich, und so sieht es tatsächlich aus im Buch, wenn ich dann noch die Preise nehme, die realen Preise, also nicht sage, die Preise von 1995 nehme, sondern die Inflationsrate mit einberechne, dann ist diese Kurve noch flacher. Dann ist noch eine Steigerung zu erkennen bei den Gesundheitsausgaben, aber wenn ich alles in den Preisen von 2005 berechne, dann sieht es doch nur noch so aus. Und wenn er jetzt sagt, wenn ich die Gesundheitsausgaben als Anteil am Bruttoinlandsprodukt nehme, also das, was wir insgesamt ausgegeben haben in der Bundesrepublik Deutschland, dann sieht die angebliche Kostenexplosion im Gesundheitswesen statistisch, in der statistischen Darstellung, so aus. Sie steigt um 2000 leicht an. Und wird dann weniger. Das heißt, in dieser Statistik mit diesen Zahlen Gesundheitsausgaben in Reallöhnen, also inflationsbereinigt, im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt sind die Gesundheitsausgaben bis zwischen 1995 und 2000 gestiegen und danach gesunken. Von also einer Kostenexplosion aus dem ursprünglichen Beispiel keine Rede mehr. Ich hoffe, diese paar Minuten, die wir jetzt hier auf Video haben und die ich auf YouTube stellen möchte, haben euch ein paar Hinweise dazu gegeben, dass es sehr wohl möglich ist, nicht nur Soft-Skills-Themen, sondern auch Hard-Skills-Themen in angemessener Weise in eine Gruppendiskussion einzubringen. Allerdings ist es nicht ganz einfach und wie heißt es so schön im Journalismus, einer muss sich die Arbeit machen, der schreibt oder der liest.